Moin Leute! Sonntag, der 29. September. Ja, heute Sonntagsarbeit nützt alles nichts. Wetter nützen, wie ihr seht, aktuell schönes Wetter, morgen auch nochmal. Und ab Dienstag dann die restliche Woche jeden Tag ein bisschen Regen. Aber wie gesagt, es reicht aktuell 3, 4, 5 Liter schon aus, dass es dann wieder nicht mehr geht. Da es ja nun schon so nass ist. Und da müssen wir jetzt das noch nutzen heute. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles schaffe. Aber ja, wir probieren es. Ob es mir das gelingt, weiß ich noch nicht. Muss ich mal sehen. Ich bin heute erst mal Miststreuen jetzt noch. Das bisschen. Ich glaube, das tun wir noch mal ganz dünne hier drüber streuen über die Rapsfläche. Wegen der Düngung ist es gar nicht, aber für Sorge von Boden, weil das ja hier hinten der Boden ist. Also, ja, nass und kalt und schwer ist eben dort von Humus, dass wir noch ein bisschen was bringen. Und da ja Mist reichlich war, hatten, eben tun wir das nochmal dünne drüber streuen. Ja, sagt, das will ich heute noch. Mal sehen, ist gleich halb selbe. Ja, werde ich nicht ganz bis Mittag schaffen. Aber der Plan ist halt, dass ich den Haufen jetzt noch schnell breit mache eben. Und dann will ich das hier fliegen, die Sache. Und theoretisch will ich das morgen sehen. Das weiß ich aber unter, wie das wird, wenn dann mit Nachtschicht irgendwie werden heute, da muss ich mal sehen. Dann habe ich morgen, ja, also da brauchst du schon fast den ganzen Tag hier. Ja. Den Frühstern noch hier, 2 Stunden fliegen würde vielleicht noch gehen, aber dann sage ich mal, müsstest du auf Sehen umschwenken spätestens dann. Aber ich mache jetzt erstmal hier die Sache, wie gesagt, mit dem Miststreuer das. Das noch, wie gesagt, das bisschen streuen. Und dann geht es zum Fliegen über und dann müssen wir mal sehen, wie gesagt, wie wir vorankommen heute. Angespannt. Wie gesagt, ist ja dann noch mehr gewesen. Das sind ja dann noch die 2 Lederabstücken und wie gesagt, wo die Kartoffeln und Rüben sind, das muss dort ja auch noch gewesen werden. Da muss ich erst noch die Rüben ernten. Das will ich eigentlich Donnerstag machen, wenn Feiertag ist, weil da die Familie immer Zeit hat, dann die meisten. Aber wie gesagt, da sieht es aktuell nach Regen aus, müssen wir mal gucken. Aber das werden wir sehen. Das lassen wir uns darauf zukommen. Erstmal wichtig ist es noch, dass wir das hier irgendwie in der Dach im Fach bringen mit dem Wetzen. Mal gucken. Also ich tue erstmal streuen, ich melde mich dann beim Flügen wieder. So Leute, wie gesagt, beim Flügen ist jetzt schon um 4 Uhr. Ich habe jetzt schon ein bisschen gemacht. Habe hier ein bisschen heißlich eingerichtet heute. Haben wir so mit dem Tablet mal mitgenommen zum Film gucken. Und ja, gucken wir ein bisschen Film mit dabei, so ganz entspannt. Ein bisschen Ablenkung, dass es nicht so lange ist, sage ich mal. Denn wie gesagt, das will ich heute noch machen mit Nachtschicht. Machen wir fertig. Meine Frau hat mir gerade noch Mampf gebracht, Kaffee trinken und Abendbrot schon und Getränke noch was. Und ja, wie gesagt, also ist schon noch ein bisschen. Das machst du jetzt. Es ist im 4. wie gesagt, jetzt. Dann habe ich ein München raus, im 1. War ja dann halb 1, viertel 1 war ich rein, habe schnell Mittag gegessen, dann noch umgebaut, wie gesagt, den Flug nochmal abgeschmiert und los. Ja, sind wir wieder eben seitdem ein Tor hier mit der ganzen Schoße, hätte ich gleich gesagt. Aber so wie gesagt, geht's gut. Feuchtigkeit, hast du eben auf die paar nasseren Stellen, merkst du, da zieht es sich ein bisschen schwerer. Meine nassen Stellen kenne ich ja, weiß ich immer schon wo. Und aber sonst denke ich jetzt dafür, dass der Raps, Ausfallraps, wie gesagt, wir kriegen ja immer nicht alles weg beim Körper, mit unserem Körper. Und aber dazu seht ihr ja, da dreht das rein und wenn wirklich mal ein Rapsglänzel rausguckt, das verreckt, das ist nicht so schlimm. Ja, sonst, also sagen wir, hier seht ihr ja, ist relativ sauber und hier sind gerade ein paar Quecken wieder, aber sonst ist die Fläche relativ sauber, aber dort unten, da drüben war ja, wo wir das, die vielen Stellen waren gemulcht haben, da kommt ein Haufen, das zeige ich dir nochmal, ich melde mich da nochmal. So Leute, kurzer Zwischenstand, ich bin gerade beim Abendessen. Noch schnell mitmachen. Und ja, wir haben schon gut Fläche. Dort 12 Hektar sind es. Also 7-8 Hektar haben wir bestimmt schon. Ja, so 7 Hektar sind es auf alle Fälle, denke ich, haben wir schon weggeknuspert. Ich gucke gerade noch nebenbei ein bisschen YouTube. Habe erst mal, wie gesagt, Film geguckt. Und jetzt gucke ich gerade noch mal beim Schnacki rein. Könnte man sonst auch nicht zum YouTube gucken oder selten. Würde ich manchmal mehr gucken, aber. Habe ich meistens ohne zeitlich, aber da können wir sie heute mal, wenn wir das Tablet mit haben, können wir den Axel mal gucken, können wir dort mal reinschauen, was der treibt nebenbei.
Und ja, nee, also ich muss sagen, so, wenn du ein bisschen Unterhaltung nebenbei hast, wenn du es lange machst, ist das schon, schon angenehmer. Und auch gesagt, wir haben schon noch. Aber der ist ja bis da nicht. Das wird dann bloß eben hier kürzer dann. Naja, die Werbung brauchen wir nicht. Du kannst ja erstmal in Ruhe lassen. Nee, aber sonst so weit läuft es jetzt erstmal. Die ganze Sache. Sieht doch gut aus. Und ja, was erkennt, Fadi kommt gerade. Volle könnt ihr wieder hochmachen. Die Sonne ist weg. Fadi kommt gerade, er tut schon mal den Rand hier drüben machen. Für morgen vorbereiten. 3:07 ist es jetzt, für den Webs interessiert. Warte mal gucken. Mensch, wir haben immer so ein paar Stellen, wo der Flug nicht richtig reinzieht. Wir hatten ja jetzt, ich überlege gerade, das Jahr zuvor, letztes Jahr haben wir einen Raps fluglos gemacht, aufgrund der Zeitprobleme, weil ja die Ernte jetzt schon so spät war, da haben wir ja kurz nach dem Tritikale dreschen, ging es ja schon hier in Weizen, in Raps, bin auch schon irre, in Raps rein. Da haben wir ja bloß Mist auf die Stoppel gestreut und dann eben auch richtig tief gekuppert. Ja, also ich denke, wir sind vielleicht schon wieder bei Verdichtung. Schon wie gesagt, bei dem Stück, da habe ich damals, wo ich das übernommen habe, habe ich fast 8 Jahre gebraucht, bis ich alle Stellen halbwegs so hatte, dass du von der Arbeitstiefe ja überall vernünftig reinkamst. Und sag, das geht ja ganz schnell wieder, weil das ja lehmige Stellen sind, dass du wieder Verdichtung hast. Wir hatten hier schon mal Tiefen gelagert auf der Fläche. Das war bestimmt schon 3 oder 4 Jahre her wieder. Nach dem letzten Raps, auf alle Fälle. Also mindestens 4 oder 5 Jahre ist das auch schon wieder her. Ja, aber gut, hier vorne bin ich, ist nicht mehr viel. Also ist schon ein bisschen, aber nicht mehr so weit. Haben wir schon mehr gemacht, wie gesagt. Ja, doch, sonst läuft es erstmal. Fadi war vorhin so natürlich noch mit dem Tank da, haben wir nochmal gedankt. Sonst wäre es ein bisschen knapp geworden heute. Bis alles fertig und ja, noch nicht mal raus, mal weiter. Ich melde mich wieder. So Leute, von außen mal kurz. So sieht es aus. Licht geht. Ich habe ja bloß vor uns gerade hier das lange jetzt fertig. Vorne das Vorgewende gemacht, am Rand ist wieder so. Grasgefetze wieder reingewürscht. Und Wurzelscheiße. Erst mal gucken, ob ich überhaupt das schnell rauskriege oder ob ich das noch anders beseitigen muss. War natürlich nur letztes Jahr gepflügt, da hast du die Wurzeln wieder. Muss ich mal sehen, hier, ob wir das hier irgendwie rausoperiert kriegen auf die Schnelle. Ist immer. Irgendwas ist immer. Gehört eben auch dazu, sonst wird es ja langweilig. Ne? Hätte ich vielleicht doch anders rumdrehen sollen, weiß ich nicht. Dachte aber, dass es besser rutscht. Dieser Mist immer. So eingesetzt und nass. Wurde eigentlich trocken am Rand dort. Mann. Irgendwas ist eben immer. So, haben frei. Wunderbar. So, jetzt sind es ungefähr roundabout 2 Hektar noch. Hier die Stelle. Ja, also, bis da ungefähr, wo das Licht durch hingeht. Ist noch, wie gesagt, zu machen. Da sieht es aber schon gut aus. Vorgewende habe ich jetzt schon gemacht. Und warte mal, ich guck mal auf den Zeiger, ich weiß gar nicht. Ich glaube, 9:30 rum ist es jetzt. So, erstmal reinzwängen hier. Tschüpp. Schuhe aus. Jetzt haben wir gut gemacht, die Schuhe vorn.
Nee, genau. So. Ja, in so einem schönen Bereich ist jetzt. Was das jetzt noch machen? Ich guck gerade noch mal beim Röbers rein. Der hat ja auch 7 Tage in 4 Stunden. Alter, fast 4 Stunden Video. Den verrückt den Film. Naja. Das werde ich nicht mehr ganz schaffen. Also ich schätze mal 2 Stunden werde ich noch rein bald brauchen. Mit Vorgewende fliegen. Hinten ist ja eine komplette Brete. Aber ich mache erstmal weiter, ich melde mich dann nochmal. So Leute, Endspurt. Heute habe ich es nicht mehr ganz geschafft, ist schon 10:30, also der nächste Tag schon. Aber naja, nicht so schlimm. Und aber wie gesagt, ich bin jetzt so gut wie ran. Ich habe jetzt hier vorne gerade das letzte Vorgewende. An der Wiese vorne hinten, das, was die komplette Brete ist, habe ich jetzt schon gerade geflügt. Das habe ich versucht, das ist noch die letzte Brete da vorne. Da steht der Packer gleich hier vorne. Und wie gesagt, jetzt mache ich noch schnell hier die ganze Sache hier noch. Die naja, 2 Breten werden es dann noch sein. Und dann habe ich es geschafft. Und dann freue ich mich auch aufs Bett. Wird zwar eine kurze Nacht, aber ja, nützt ja nun, wie gesagt, nicht. Mal sehen, wo wird. Also, ich muss sagen, es ging heute. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt jetzt. Aber ich glaube, mit dem Tablet, das war eine ganz gute Idee, heute das mitzunehmen. Da hast du ein bisschen Zerstreuung, sage ich mal, Ablenkung. Und da würde ich sagen, wenn der nicht so langweilig ist beim Stupide jetzt hier auf Fliegen und hin und her, und ist es eben. Also ich war jetzt sonst beim Fahrtschau, wenn ich Wünsche gemacht habe oder irgendwie, naja, ne. Aber das passt. Genau, ich tue jetzt das auch so rum, unter denen, dass ich ja beim Feldbachbahn unbedingt drauf fahren muss. Und so 2 Breiten hier noch, und dann haben wir das erledigt. Und wie gesagt, morgen soll es ja irgendwie trocken bleiben. Unser Wetter bricht schon hier ohne immer. Aber zumindest gehen wir davon mal aus, und dass wir dann morgen hier das noch entspannt. Die 12 Hektar schaffe ich eigentlich an dem Tag, wenn alles läuft, eigentlich ohne Probleme. Wir haben ja bloß gleich die 105er und die Big Bags dazu gleich hier von Fadi rausbringen lassen mit. Da ich nicht immer reinfahren muss zum Füllen, das geht schneller. Aber das werden wir morgen. Wie gesagt, gut für heute. Dann bis morgen, Leute. Montag, der 30. September, weiter im Spiel heute. Wir sehen heute. Wie gesagt, das. Ja, wie gesagt, dann 5 Stunden Schlaf war nicht viel, aber besser wie nicht. Und heute früh, wie gesagt, dann umgebaut und gemacht und getan, und dann. Ja, ist das so. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder beim Sehen. Ich hatte jetzt erst schon drüben angefangen, weil Fadi noch fertig Vorgewände durchziehen muss und so. Und jetzt aber mache ich erstmal wieder mit den Fahrgassen. Ein bisschen Röbers gucken wir wieder nebenbei von der Kartoffelernte. und nee, ich sagte, machen wir erstmal hier heute, dass wir das erstmal
reinkriegen, denn morgen früh, wie gesagt, ist dann Regen dran, dass man das halt hinbringt. Ich denke, oben schon gut abgezogen, oben drauf, nicht zu trocken und nicht zu nass jetzt, so ist es gut. Sieht gut aus. Und ja, genau. Erstmal zufriedenstellen, die ganze Sache. Das zweite Mal gefüllt habe ich jetzt gerade, einen zweiten Backpack reingemacht. Ich habe, jetzt hüpft gerade wieder. Also es müsste dann drüben besser werden mit dem Hüppen. Da hier die Packerwänge dann ziemlich frei waren. War bloß am Anfang hier noch. Und dann denke ich, wird es besser. Ich habe heute früh noch schnell den Zeiger mal repariert von der Filmmaschine. Der war ja abgebrochen, der Füllstandsanzeige. Na, ja, das immer hin und her biegt, dann bricht das dann irgendwann. Und da habe ich jetzt auch das Gewinde abgeschnitten, das letzte Stück, und habe jetzt so eine Schraube angeschweißt und das auch schon wieder geschraubt. Das ist sehr, weil wie gesagt, gerade bei den langen Bahnen hier, wenn auf die kleinen Stücken, da ist das immer nicht so relevant, sage ich mal. Da weißt du, dass du eigentlich hinkommst, wenn du mit einer vollen oder mit einer Halbvollmaschine hinfährst. Aber hier, wie gesagt, die langen Bahnen, dann möchte das ziemlich passen, weil du kannst dich ja auch auf die Thema hin und zurück. Na, wie gesagt, ist ja eine ganz schöne Länge. Kann sich immer schnell verschätzen, dass du das Ding dann leer fährst. Das wollen wir nämlich auch nicht. Deswegen. Ach so, aber aufmalen müssen wir auch noch hier anzeichnen. Das habe ich vergessen, wieder anzumachen, weil ich gerade füllen war, wie gesagt. Der Hänger steht vorne am Strohfeim dort auf der Wiese. Haben wir gleich mit rausgenommen. Genau. Der Fadi, wie gesagt, der macht gerade noch hier Vorgewände und dann drüben noch ranfärbt und dann ist gut. Das heißt, wir tun hier, wie gesagt, die Fläche nicht mehr an sich wieder in die Gruppen. Passt soweit. So machen wir. Ich melde mich wieder. So Leute, wollen wir wieder füllen. Fadi hat mir einen 105er hingestellt, dann wurde der Fertigschwur mit Gruppe und Gruppe eben abgebaut und dann hat er mir den Traktor rausgebracht. Dass man jetzt halt, so wird es gar nicht. Ich schon den Deckel aufmachen. Die Sache mal. Zack, Leiter runter und dann machen wir mal. Auf ja, war ich mit dem Anhalten. Das wird dann knapp mit. Mit hin und her, wie gesagt, bei den langen Bahnen. Das ist auch das große Stück Nachbau von uns. Und dann eins von den Lehnen wieder, halt Schlüssel brauchen wir ja. Machen wir neue Saatgut, wenn wir davon wieder Nachbau machen, dann. Na klar, halt der. So, an. Geht. So. Gang müssen wir auch noch reinmachen, sonst fährt er nicht. Dann brauchen wir mal sachte ran an die ganze Sache. So. So, ich gucke ich mal, ob ich euch irgendwie hier hingeklemmt. Will die Kamera? Ne, will sie nicht. Ja, hier können wir ja. So geht's.
So, wie gesagt, gefüllt. Und haben wir den Big-Bag auf dem Hänger und halt den stehen dort immer. Ich habe einen Stein auf dem Hänger liegen, dass der Big-Bag heute nicht vorfliegt bei dem Wind. Aber ne, sonst denke ich ganz gut. Das Nachbar sagt, gut, tun wir nicht aufbereiten. Habe ich auch noch schon mal geguckt, versucht Anluftzöllung irgendwas zu finden, eben mit einer mobilen, aber da habe ich bis jetzt, wie gesagt, noch nichts gefunden. Das würde vielleicht noch mal sich anbieten, dass man das mal noch mal reinigen lässt und noch mal beizen lässt. Vielleicht auch. Wenn du die Bordläden bringen kannst, du vielleicht selber beizen irgendwie, aber ja, mal sehen, also wir sind ja aktuell, aber so ohne schlecht gefahren, muss ich sagen. Aber genau, so. Schwupp den erstmal aus und jetzt müssen wir noch mal schnell hier, das habe ich alles zu und hoch schon. So, wenn dann nicht mehr fortflattern. So, und dann können wir wieder weitermachen. So. Genau. So, das ist der erste Mittag, 12 Uhr jetzt. Aber sagt, wenn nicht heute dazwischen kommt, schaffen wir das noch entspannt mit sehen. Kriegt man das hin, macht jetzt auch, also wie gesagt, ist jetzt vom Zustand her richtig gut, setzt sich jetzt richtig gut, macht so macht es mal Laune, entspannt, genau, so wieder Fadi hat ja einen Rand bloß gemacht gehabt, wo ich einen Keil ausgeackert habe, Rest ist schick und ich habe jetzt da drüben das Bett erstmal schon fertig gemacht, da erkennt oben die Ecke. Ich mache jetzt erstmal gleich hier die Vorgase am Rand noch bis zur Wiesenecke, bis es breiter wird und dann mache ich erstmal die langen Touren und dann machen wir weiter. So Leute, fertig mit Säen bei dem Stück, hab's endlich geschafft. Ja. Natürlich, also wie gesagt, der dritte Backpack war ja drei draußen. War schon klar, dass das nicht ganz reicht, war ich dann nochmal drinnen vor uns füllen. Also dass es weiter sein geht. Dadurch habe ich ein bisschen knapp bemessen, musste ich nochmal wegen hinten zwei Spuren vorgewendet, eine Spur vor und dann ein bisschen nochmal reinfüllen vorne. Naja, gut. Aber das ist, wenn du mir zu viel machst, räumst du den Haufen raus, deswegen, naja, war wieder falsch, egal. Ja, ich bin fertig. Ja, sieht gut aus. Dafür, dass wir das hier gepflügt und gleich gesät haben. Also ein paar Stellen, da könnte es fast ein bisschen feiner sein, aber ja, nee, denke ich, das passt schon noch. Von den Bedingungen her. So sieht es gut aus. Das ist alles erledigt, die ganze Sache. Kann es jetzt wachsen. Morgen soll es ja regnen, morgen früh ja wie gesagt gleich. Und dann aber schauen wir mal, ob es so wird. Aber denke ich, wenn Feuchtigkeit ist, aber selbst wenn es nicht regnet, Feuchtigkeit ist da, das wäre nicht das Problem. Das passt schon, die ganze Sache. Das ist das, was man heute. Das sind Stähne hier. Ja, nee, sonst sieht es gut aus, sozusagen. Aber Feuchtigkeit ist auch da. Saatgut gut, weiß ich nicht, ob wir da was finden. Gucken wir mal. Naja, hier kommt's. Ja. Bei 2-3 cm wieder. Erstaunlich, dass wir das heute mal so schnell gefunden haben. Doch hier. Ja, 3 cm ungefähr. Stehen. Nee, aber so, das Mensch, bin ich erstmal froh, dass das erledigt ist, die Sache. So, dann sind ja die anderen drei Stücken noch. Aber das
müssen wir jetzt erstmal gucken, wie gesagt, weil wir ja Rüben eigentlich auch noch ernten die Woche. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber ja, das war's heute. So, dann fahre ich noch alles ab heute gleich. Und dann gucken wir mal, wenn wir dann wie gesagt weitermachen können. Und dann sehen wir uns morgen. Mal sehen, wie wir morgen machen. Dienstag, der 1. Oktober, Leute. Wie gesagt, heute eigentlich Regen. Also heute früh hat es schon mal kurz getröppelt. Es tröppelt gerade auch kurz, aber sagt, die Riesenmenge soll eigentlich nicht kommen. Ich riskiere das heute jetzt noch, die zwei Stöcken zu säen. Oder vor zur Suche erstmal zu ackern und dann zu säen. Ja, das war ja Raps und dann ist ja hier drüben nur der Stahlraps selber. Das ist ganz schöne Wiese geworden nur, aber es ist ja gut, dass der ganze Graszeug noch gekeimt hat. Und das hat man mit den Schafen geweiht hier, das ist relativ kurz, da vorne nicht, das war aber nicht so hoch, seht ihr ja die Kante. Und das hätte ich ja mit dem 105er und den Kuhn Kultimer zum Test gemacht. Ich meine, das war noch nicht richtig eingestellt, aber die Spur war dann halbwegs eingestellt. Da war ja bloß hier vier Spuren, habe ich mal schnell gekuppert gehabt, ob es überhaupt mit dem 105er geht. Sieht ganz gut aus, klar ist noch was gekommen. Wie gesagt, der schneidet zwar flächig ab, aber du drückst ja immer der Walze noch was an und dadurch passiert es eben, dass sowas wieder anwächst. Aber denke ich, so sieht es ganz gut aus. Drüben, das hätte ich ja auch noch mal gekuppert. Da ist deutlich mehr Raps da. Ich meine, das Gras ist jetzt erst gekommen durch den Regen. Aber das war ja wie gesagt gut, dass das jetzt gekommen ist. Hier sieht man, oh, hier kommt jetzt auch noch ein Schuss. Hat gekeimt schon, also es ist schon so gut. Aber naja. Und genau, also wie gesagt, ich will jetzt versuchen, hier heute die zwei Stücken jetzt erstmal zu pflügen. Da habe ich heute Vormittag, denke ich mal, ziemlich zu tun. Und wie gesagt, Plan ist dann heute, vielleicht heute Nachmittag das noch säen. Kann ja nicht mit euch auch verspekulieren, dass es nichts wird. Das läuft das Ganze ab, da kann ich es ohne ändern. Denn morgen sind jetzt 18 Uhr dran, aber wie gesagt, das andere Stück ist ja dann auch noch, wo die Kartoffeln und Rüben sind und so. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, muss man erst mal gucken, aber wie gesagt, ich will das heute mal riskieren. Ne? Und vielleicht das heute noch die zwei Stücken reinbringen. Wäre nicht schlecht, aber gucken mal, wie es weitergeht. Mit dem Wetter heute auch wieder so uns. Wenn das ein bisschen mal tröppelt, passiert nicht gleich was. Aber so sehr möchte es dann eben ohne Regen. Wie gesagt, da wollte ich es ja nur ganz schön gesättigt schon. So Feuchtigkeit, was ja eigentlich so gut ist. Aber naja, wie gesagt, schauen wir mal. Ich mache erst mal weiter. Ich melde mich dann wieder. So Leute, erste Strecke fertig. Wir sind jetzt auf dem nächsten. Wie gesagt, hier ist noch mal ganz schön grün geworden. Aber ist ja gut, wenn das kleiner gekeimt ist. Hier am Rand aber gar nicht. Dann haben wahrscheinlich die Schnecken weggefressen, was an Gräsern gekommen ist. War beim Raps auch schon was am Ausfallraps war. Aber wir kommen ja hier von der Wiese, von dem Wiesenstreifen hier drüber kann das kommen, die Schnecken, denke ich mal. Und ja, wie gesagt, no, ist eben. Aber gesagt, habt ihr ja selber damals zur Rapsernte gesehen, was hier los war mit Gräsern. Wir hatten ja hier am Rand sogar was gemulcht, weil es ganz schlimm war. Und ja, kommt nur herzu, wie gesagt, das drehen wir jetzt weg und fertig, dass das sauber ist. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann wieder Ruhe haben. Das war letztes Jahr auch das Problem, weil das im Herbst zu wenig Wasser ist, dass das gar nicht so vernünftig keimen könnte, alles, das, was da war. Aber ja. Und mache ich gleich ohne Packer das Stücke, das ist relativ sandig hier. Und ja, schon hätte Packer jetzt noch umsetzen müssen, da bleibt mir die Zeit. Der Vorteil ist aber auch gerade keine Zeit, die haben erst die Rinder gemessen, der macht jetzt gerade noch Futter. Und jetzt ziehen wir das dann immer noch mal mit dem Grupper. Ich stehe vielleicht die Fläche hier, vielleicht Korne. Mal sehen. Und die Ränderblösung gut. Schauen wir mal. Ja. Ups. Das ist sowieso, also mit dem Wendeflug mit dem Packer geht das. Mit dem Wendeflug ging das mit dem Packer ja gar nicht zu fliegen, weil der ja dranhängt. Da habe ich sowieso immer ohne gemacht, weil der ja das auch das ist ja wie so Dreieck hier, die Spitze. Und der Wendeflug hat schon böse Pläne gemacht, das Stücke. Da hast du relativ viel zu hin und her fahren gehabt. Nervfahrten mit dem Wendeflug, dafür ist der Wendeflug schon besser. Genau, so, so das mache ich jetzt noch. Hoffe ich, dass ich bis Mittag das Fahrt schaffe und dann, dass wir dann nachmittag eigentlich, hoffe ich, dass wir das dann sehen können. Hat vorhin schon mal kurz nachdem wir hier angefangen hatten, wo ich gefilmt, kurz nachdem ich das erste schon aufgenommen hatte, für euch hat es dann mal kurz geregnet. Aber es ging noch. War noch nicht so, dass es nicht mehr jetzt geht, das was schon geflügt war. Und ja, den Rest sehen wir, wie gesagt, dann, wie es wird, melde mich dann beim Sehen wieder.
So Leute, so, Fliegen fertig, pünktlich zum Mittag fertig, schnell Mittag gemacht und jetzt Grillmaschine wie gesagt gefüllt, also angebaut, gefüllt und jetzt selber wie gesagt, also es ist schon trotz, dass es eigentlich heute nicht so schön ist, also und nicht so warm und aber schön, halbwegs abgezogen, so Fall ist jetzt gerade hier dabei noch die Ränder fertig zu grubbern und Masten rum, ich sage jetzt drüben vor der eine Wand dort noch und dann den Rand noch mal lang, eh mal zwei Breiten und dann sieht's gut aus. Sagt so vom Ergebnis, oh. Das ist richtig gut. Wartet mal, wir müssen mal in den Spur kommen, so. Sagt, da unten ist das kleine Setter, ist ein bisschen dunkler da der Rand, da hat es ja am Anfang kurz geregnet, aber das passt schon. Doch, dann hier gleich wieder. Gut aus. Gute Bedingungen. Sogar noch fast besser hier wie drüben. Da drüben ist noch Lehmschotterboden. Deswegen ist dann mehr Klumpschner. Aber so. Sieht gut aus. So, hier vorne war der Raps ziemlich groß am Rand. Und dann kommt was raus, aber doch der Raps, der wächst nicht mehr an. Das überlebt der nicht, das durchgewürstelt. Da passiert nichts. Haben wir gleich noch ein bisschen Gründüngung, wie gesagt, auch noch. Vor früher habe ich ja schon mal darüber erzählt, den Raps gar nicht. Also habe ich bloß immer nach der Ernte gekruppert und dann habe ich das wachsen lassen bis zur Aussaat. Also wegen der Krankheitsbrücke machen wir das nun nicht mehr. Dass das wenig halbwegs gestört ist, wenn sie Vorpflanzen sind, ja schaffen trotzdem noch. Aufgrund, dass der Körper nicht so perfekt arbeitet, aber ja. Das geht schon. Ich will jetzt erstmal hier weitermachen, ich melde mich wieder. So Leute, die wollen mir das nicht gönnen, ne? Naja, doch gönnen sie das. Mensch, ich hab bloß noch drüben den Rand hier. Und das Vorgewände hier. Ah, sieht nicht gleich aus, als würde es gleich aufhören. Bloß ist. Ja, der Brandbagger pappt schon. Also ich meine, das ist vielleicht gleich gut, dass du die Pappschicht oben runterwalzt, aber. Also die Spur sieht doch noch gut aus. Es ist nicht so, dass jetzt noch das reingepappt oder was. Das ging schon noch, aber jetzt ist irgendwie. Schlüssig auf, dass es gleich aufhört, aber. Hinten sieht es nicht direkt nach aufhören aus. Ach Mensch, das hätten sie mir da gönnen können. So Leute, fertig. Hab jetzt kurz gewartet, dann hat es wieder aufgehört. Ja, war bestimmt perfekt, aber das ist besser, wenn es nochmal besser wird. Ne, haben wir jetzt noch gesät und gut. Wie gesagt, geht schon noch. Das Feuchte ist es nur, hier liegt Saatgut dann. Ja. Geht noch gerade so. Aber ich sag, dass das erledigt. Dass das nur endlich drinne. Dann, wie gesagt, bloß sind die anderen 6 Hektar noch, wo die Kartoffeln sind und so. Wenn dann die Rüben raus sind. Und da haben wir das. War heute. Ganz gut, denke ich, dass wir das noch gemacht haben. So, bis auf der Schauer jetzt war ja das Wetter okay heute. Hätte es noch ein bisschen durchhalten können. Aber naja, hast eben immer nicht alles, wie du willst. Ich muss bloß mal hier. Blöp. Und naja, da haben wir das auch. Die Grillmaschine sieht wieder aus wie sauer, aber na, das hatte ich vorher schon jetzt. Von daher waschen müssen wir die Dichter sowieso. Also das, da können wir die Dichter nicht drumherum. Genau Leute. Ich habe gerade also mir schon also heute den Tag super überlegt, ob ich jetzt. Ja ne, ihr bleibt mal draußen. Da wäre das Dach. Ob ich das Video heute beende und als extra Vlog mache, weil ich jetzt wir haben ja den Sonntag angefangen, das wird wahrscheinlich dann sehr lang. Könnte ich mir vorstellen. Müssen wir mal sehen. Also ich will mal gucken, wie ich es schaffe. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir beenden jetzt an der Stelle. Falls es weitergeht, habe ich es nicht geschafft, das 2 Videos zu machen. Wenn es so ist, dann habt ihr es ja gesehen. In diesem Sinne, Leute, besten Dank fürs Zusehen.